Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield Hardline. Ja, ihr seht richtig, Hardline ist mal wieder am Start und zwar diesmal Conquest auf der Map Chinatown, Grand Bazaar 2.0, wie ihr auch wisst. Und anfangs habe ich gespielt mit der FMG 9, die hat zwar zu meinen Lieblingswaffen gehört, ich habe sie dann allerdings hier in dem Gameplay durch die MPX ersetzt später mal, weil die irgendwie, mit der bin ich nicht zurechtgekommen. Und momentan ist meine absolute Lieblingswaffe, das müsst ihr mal ausprobieren, das ist die MX4. Das ist so ein Biest, so eine Granate, das ist meiner Meinung nach das geilste Teil in dem Spiel. Aber das sind Geschmäcker und über Geschmäcker braucht man uns nicht unterhalten, das ist halt nur meine Meinung. So, was mein Thema heute? DLCs. So, wie ihr wisst, ist das Chinatown ist ja das letzte DLC. Fragt mich nicht mehr nach den Namen, ist mir jetzt eigentlich auch wurscht. Ich finde es nur irgendwo schade oder ich kann es irgendwo nicht verstehen, warum die DLCs kaum noch einer spielt. Also das hier ist jetzt auch ein älteres Gameplay. Momentan, wenn du auf die Suche gehst, spielen alle nur die Vanilla-Maps und gut, okay, nachdem es jetzt ja zwei DLCs, also ich sage jetzt deswegen zwei, weil bei Hardline und bei Battlefield 4 gab es ja jetzt zwei DLCs sozusagen umsonst. Und bei Battlefield 4 ist jetzt sogar noch eine, glaube ich, dazugekommen, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall dann, gut, okay, dann spielen alle die, die kein Premium haben, natürlich die. Das merkt man auch an den Rängen. Es sind nur Anfänger, in Anführungszeichen, dabei oder Leute, die halt ja, das nicht so oft gespielt haben oder was auch immer. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, ich meine, ich zahle jetzt, oder was heißt ich, viele zahlen 50 Euro für Premium, damit sie diese DLCs bekommen und dann werden sie nicht mehr gespielt. Also, mir leuchtet das nicht ein. Gerade jetzt, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, gerade jetzt in Hardline, da wo ja die Maps, also die DLC-Maps mit Ausnahme von dreien, würde ich jetzt mal sagen, wirklich sensationell sind. Also ich muss nur an die eine erinnern, in den Bergen von Hollywood oder wo das ist, wo man sogar den einen Tagesablauf sieht. Also das heißt, es ist morgens hell und abends dämmert's. Und das ist eine wunderschöne Map, eine richtig geile Map. Und auch Chinatown ist richtig gut geworden und ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht mehr regelmäßig spielen. Black Friday zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel von einer Map, der Name ist vom ersten DLC. Du findest es nicht mehr. Du gehst auf die Suche und dann nur mit Glück findest du mal, ja, wenn überhaupt, ich weiß nicht, ich habe es jetzt schon seit Monaten nicht mehr gesehen, dass irgendeiner dieses erste DLC von Hardline zockt. Und das ist was ich echt nicht nachvollziehen kann. Ich meine, die Maps sind wirklich allesamt super, allesamt schön. Natürlich haben die Vanilla-Maps auch ihre Reize, aber ich kann es irgendwo nicht verstehen. Vor allem kann ich es nicht verstehen, weil wenn man mal darüber nachdenkt, dass wenn jetzt ein Spiel rauskommt, da sind meinetwegen 10 Maps dabei, ist ja jetzt egal, das Gejammer oder das Gestöhne, dass sie dann endlich was Neues haben wollen, fängt ja eigentlich schon rechtzeitig an. Ja, aber nichtsdestotrotz spielen sie dann trotzdem die Vanilla-Maps, also die klassischen. Leuchtet mir echt nicht ein und ich wollte sie einfach mal hier in die Runde fragen, warum. Warum ihr nicht mehr die DLCs spielt oder nicht mehr spielen wollt oder vielleicht bin ich auch der Einzige, der mal Abwechslung sucht. Ich meine, vom Drogenlabor über Hollywood heißt, die Maps, die kenne ich schon in- und auswendig und irgendwie sehnt es mich nach Abwechslung. Das ist aber in Battlefield 4 nicht anders. In Battlefield 4, seid mir nicht böse, okay, jetzt wie gesagt durch diese zwei gratis DLCs, aber Seidenstraße zum Beispiel oder China Rising oder was gab es noch? Ja, China Rising, glaube ich, ist die seltenste, glaube ich, mittlerweile, was gespielt wird. Was ich noch oft sehe, ist Second Assault. Okay, das ist natürlich für alle Battlefield 3 Veteranen interessant. Aber ansonsten, wenn man mal jetzt, wie gesagt, abgesehen von diesen, was jetzt gratis dazu waren, wie das Dragon Tease und Final Stand kommen ja jetzt dazu. Aber die hat er vorher, bevor das gratis war, auch kaum einer gespielt oder eher selten einer gespielt, wo ich mir dann sage,
Wie gesagt, ich verstehe es halt einfach nicht. Warum? Gut, okay, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Qualitäten unterscheiden sich schon sehr. Also ich finde zum Beispiel ja, Dragon Teeth ist eine super DLC gewesen, währenddessen ja Final Stand zwar auch schön ist, aber jetzt nicht so überragend ist. Okay, natürlich ist das jetzt eben auch wieder so eine Geschmackssache oder so eine Geschmacksfrage. Nichtsdestotrotz sind es auch schöne DLCs. Bei Hardline aber zum Beispiel kann ich es überhaupt nicht verstehen. Da ist ja wirklich, mit Ausnahme von den DLC-Maps, wo mir persönlich jetzt zwei Maps überhaupt nicht gefallen. Das ist zum einen bei dem vorletzten DLC, ich weiß den Namen nicht mehr, und zwar in diesen unterirdischen Abwasseranlage, also das ist mir zu linear, gefällt mir nicht so gut. Und bei dem ersten DLC ist es dieses Kaufhaus, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Black Friday oder keine Ahnung. Das ist auch so eine Map, die mir jetzt nicht so gut gefällt. Nichtsdestotrotz, alle anderen sind sensationell, die sind meiner Meinung nach sogar besser als die Originalen, aber sie werden nicht gespielt und das ist was ich nicht verstehe. Ich meine, was ich aber auch zum Beispiel von Visceral oder DICE nicht verstehe, diese Nachtmaps zum Beispiel, die werden ja ständig angeboten, also Originale, also jetzt nicht von Gemieteten, sondern von den Entwicklern, die Server, da werden zum Beispiel dieses Nightwoods und Nightjob oder jetzt wie bei Battlefield 4 Friedhofswache, die werden ja ständig angeboten, aber die anderen DLCs so gut wie gar nicht. Leuchtet mir nicht ein, ich kann es nicht nachvollziehen. Mich stört das, weil ich ja dann dazu ja gezwungen werde, immer das Alte zu spielen, und das ist ja schon fast genauso schlimm wie bei Call of Duty, da wo du eben Geld für etwas ausgibst und es dann eben nicht nutzen kannst, weil es erstens nicht angeboten wird und zweitens nicht genutzt wird. Aber sehr klar, wenn es nicht angeboten wird, kann man sie auch nicht nutzen. Das sind so Sachen, die mich wirklich sehr stören und ich das mir eigentlich den Spielspaß raubt, weil ich will nicht immer nur ein und dasselbe spielen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich meine, gut, okay, die Zahlen sprechen ja für sich. Viele sind halt nun mal so. Ich meine, ich esse auch gern jeden Tag Fleisch, das gebe ich zu. Aber bei sowas hätte ich doch dann gern eben Abwechslung. Und anscheinend ist halt die Mehrheit wohl so, dass sie keine Abwechslung haben wollen. Sie wollen sich mit gewissen Maps zu 100% identifizieren und ja, wirklich jeden Grashalm persönlich kennen. Und anscheinend ist das ja das Maß aller Dinge. Und die neuen Sachen, da wollen wir uns gar nicht mehr dran gewöhnen. So kommt es mir langsam vor. Ich finde es schade, weil, wie gesagt, wir haben viel Geld dafür bezahlt. Und ich finde es traurig, weil die Maps wirklich sehr, sehr schön sind, gerade in Hardline, wobei sie in Battlefield 4 auch sehr, sehr schön sind. In China Rising zum Beispiel, wie gesagt, dieses Guilin-Gipfel zum Beispiel gefällt mir sehr, sehr gut. Auch Altai, eigentlich alle vier von diesem DLC gefallen mir sehr gut und ich würde die gern halt mal öfters wieder spielen. Aber die Möglichkeiten werden mir nicht gegeben und das ist echt etwas, was mich persönlich stört. Also, naja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber mich stört's, ich find's nicht in Ordnung und ich find's schade, ganz einfach. Ich find's echt schade. Weil wenn man sich mal drüber, man muss sich mal überlegen, warum, ja. Also, jetzt kommen ja wieder dieses Jahr neue Spiele raus. So, Battlefield 1, dann kommt Titanfall, dann kommt Call of Duty, wobei ich Call of Duty nicht mehr kaufen werde, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es sei denn, ich habe irgendwann die Möglichkeit, MW1 zu bekommen, aber also separat, ohne das Infinity Warfare oder wie das heißt. Also MW1 würde ich mir auf alle Fälle holen, weil das einfach Kult ist, klassisch. Ich bin ja auch total neidisch darüber, dass jetzt die Xbox One Leute Black Ops 1 spielen können. Das würde ich nämlich auch gerne spielen auf der PS4, aber da ist ja Sony leider nicht in der Lage, das ja, freizugeben, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall Battlefield 1 kommt, da werden wahrscheinlich auch wieder, ich würde es mal sagen, Standard 10, 12 Maps von Anfang an dabei sein. Und ihr werdet sehen, dass nach ein, zwei Monaten das Geschrei groß ist, wann kommt das erste DLC? Dann wird natürlich, sobald ein DLC rauskommt, wird das öfters auch gespielt. Das steht außer Frage, weil da einfach die Neugier da ist und. Aber das wird dann eben auch wieder einschlafen. Und ich finde das eben schade, weil die Entwickler, die geben sich wirklich Mühe,
etwas Vernünftiges herauszubringen, etwas Neues zu machen, neue Locations, neue Atmosphären zu schaffen. Und es wird halt dann eben von der Community nur bedingt genutzt. Und das finde ich echt schade. Bei Titanfall wird es jetzt genauso sein. Keine Ahnung, wie es jetzt beim ersten Teil war, aber wie viel also Standard-Maps oder Start-Maps dabei sind. Und ja, ich finde es echt traurig, weil es gibt Leute, so wie mich zum Beispiel, die freuen sich darauf, die geben dann eben auch das Geld aus und dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren kannst du es nicht mehr spielen, weil es keiner mehr spielt oder weil es eben von den Entwicklern oder von den Studios nicht mehr angeboten wird, sage ich jetzt mal. Also, wenn ihr könnt ja gerne mal den Serverbrowser suchen bei Hardline, da könnt ihr nach ganz unten scrollen. Irgendwann erscheint mal natürlich so ein DLC, aber die Leute sind natürlich dann auch zu faul zum Suchen, so, und wenn du dann alleine auf so einen Server gehst, das dauert ewig, bis dann irgendwelche Leute nachjoinen, und dazu habe ich auch keinen Bock. Ich meine, du willst ja spielen und nicht stundenlang warten, bis sich endlich mal irgendwelche Leute dazugesellen. Und das ist, ich finde es traurig, ich finde es schade, und ich denke mal, dieses Schicksal werden den anderen DLCs, die in Zukunft kommen werden, also von den neuen Spielen, wird es genauso ergehen. Und dann müsste man sich echt überlegen, ob es dann noch das Geld wert ist, überhaupt Premium zu machen, weil, ja, ich meine, wenn dann die DLCs sowieso irgendwann mal rausgehauen werden, für umsonst oder für lau, dann kann man sich ja immer noch kaufen und dann spart man sich sozusagen Geld, aber wenn die Leute eben praktisch nur die Vanilla-Map spielen wollen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann spart man sich die Kohle, weil es nichts bringt. Am Anfang ja, aber nach einer Zeit. Eben, siehe, jetzt bei Battlefield 4 hat es 3 Jahre gedauert, in Anführungszeichen. Bei Hardline noch nicht einmal 1,5 Jahre, wo die neuen DLCs nicht mehr gespielt werden. Und ich meine, wenn diese Tendenz weitergeht, dann ist es bei Battlefield 1 wahrscheinlich kurz nach Veröffentlichung eines DLCs, dass es dann schon wieder den Berg ab geht oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also ich finde das schon, ja, echt hart. Traurig. Naja. Ich meine, ihr seht es ja selber jetzt hier, ich werde euch die anderen Maps auch nochmal hochladen, ja, alle nicht, aber ein paar, die halt gut gelaufen sind. Und ich finde jetzt hier Chinatown ist echt eine geile Map, ist eine klasse Map, ist eine, gut, okay, rein Infanterie, klar, gebe ich zu, aber nichtsdestotrotz, sie macht wirklich Spaß, du hast schnelle Gefechte, wobei, ihr seht es ja auch selber am Anfang, ich meine, das ist ein 64-Mann-Server, und du musst die Gegner suchen. Also da ist der nächste Punkt, wo ich mir sage, ich kann nicht verstehen, warum das einigen zu viel ist. Also ich finde, das ist genau richtig. Im Gegenteil, in manchen Situationen finde ich es zum Beispiel zu wenig. So wie jetzt eben hier. Ich laufe da, glaube ich, 2 Minuten rum und sehe keinen Gegner, mache keinen Kill, nichts. Und wenn es dann soweit ist, naja, dann geht es natürlich zur Sache und dann geht es richtig rund. Und das finde ich einfach geil. Und ich bin froh, dass es in Battlefield 1 auch 64-Mann-Server gibt. Wobei ich dazu sagen muss, es kommt natürlich immer auf die Map drauf an. Also, es ist klar. Ich meine, wenn jetzt die Map zu klein ist, dann ist 64-Mann chaotisch. Das gebe ich zu. Auf The Block zum Beispiel. Das ist, ja, da tust du dich echt schwer, da mal eine gute Runde hinzubekommen, weil sie ja von allen Seiten kommen und das einfach zu viel ist. Da hätten meinetwegen 48 Mann oder 44 Mann auch gereicht auf The Block. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich daran gewöhnt, finde ich zum Beispiel persönlich, ist weniger, so fällt sofort auf. Also sobald es weniger Spieler sind, fällt es sofort auf, weil du musst einfach. Du brauchst einfach länger, um jemanden zu sehen oder zu killen. Und das finde ich ist schon eklatant. Also die 64 Mann finde ich echt eine klasse Errungenschaft im Shooter-Bereich. Und ich bin froh, dass es in Battlefield 1 eben auch so ist. Nichtsdestotrotz verstehe ich zum Beispiel nicht die Entwickler, warum sie das nicht individualisieren, also das heißt map-abhängig machen. Zum Beispiel, nehmen wir bestes Beispiel TDM, ich habe gestern Team Deathmatch auf Final Stand eben gespielt, weil sie ja jetzt eben natürlich wieder jeder spielen kann, deswegen werden sie auch oft angeboten und die Neulinge benutzen natürlich diese DLCs. Aber TDM auf Final Stand, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist einfach eine reine Katastrophe. Gerade auf
weiß jetzt nicht mehr, wie die Map heißt, schon wieder nicht, keine Ahnung, ich habe es gestern erst gespielt und mir fällt der Name schon wieder nicht ein. Auf jeden Fall finde ich diese Schneemap, wo wirklich nur Schnee ist, die ist einfach viel zu groß für 20 Mann. Da hätten sie TDM eben mit 40 Mann machen müssen, dann wäre es interessanter gewesen. Aber du bist da wirklich nur am Suchen und vor allem, wenn du dann auch noch Gegner hast, die sich verkämpfen, dann hast du die Arschkarte. Also da läufst du teilweise minutenlang rum und siehst niemanden. Und das finde ich dann eben, da sollten die Entwickler auch flexibler sein, finde ich. Ich meine, das ist eine riesige Map, eine riesige große TDM-Map. Dann sollten sie halt da mehr Leute zur Verfügung stellen, also mehr Spieler, dass da Anteil nehmen können. Und nicht Standard 20, wie es bei allen anderen Maps ist. Wie gesagt, bei The Block zum Beispiel in Hardline, finde ich, sollten sie es etwas reduzieren und nicht auf 64 machen. Bei größeren Maps, wie jetzt zum Beispiel eben Chinatown, da ist es okay, da wären jetzt zum Beispiel weniger, wäre schlecht, weil du dann eben ständig nur am Suchen wärst. Oder sie tun die Map-Größe dann doch variieren, also doch mehr den Spielern anpassen, weil das sonst macht es ja keinen Spaß, finde ich. Aber ja, naja, wie gesagt, also ich bin froh über die 64 Mann und wie gesagt, wenn man sich daran gewöhnt, dann ist es echt klasse und vor allem es macht richtig Laune und ihr seht es ja selber, ihr kriegt alle genug Kills ab und es macht einfach Spaß und ja, ich verstehe es halt eben immer noch nicht, warum die DLCs so selten gespielt werden, naja, egal. Ich hätte da noch eine kleine Anmerkung und zwar, Battlefield 1 und Infinity Warfare, ihr wisst ja selber, die liefern sich gerade ein Duell der Rekorde, was die Klicks bei YouTube angeht oder bei den Trailer sozusagen. Der eine die positiven, der andere die negativen Rekorde. Beides macht auf sich natürlich aufmerksam, ist ja klar. Ich meine, das eine ist positiv bewundernswert, das andere wieder eher traurig bewundernswert. Nichtsdestotrotz haben es wahrscheinlich genauso viele Menschen gesehen und auch bewertet. Nur eben die einen positiv, die anderen negativ. Und dadurch ist das eher in aller Munde. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Activision da eine riesige Ohrfeige bekommen hat und Battlefield 1 ein großes Schulterklopfen. Ich hoffe nur, dass es nicht sich... wie sagt man so schön, dass die sich die Verhältnisse drehen, wenn dann die Spiele draußen sind, weil es, wie gesagt, also ich glaube, dass Battlefield 1 schwieriger zu spielen wird, also schwieriger zu spielen wird, als jetzt Battlefield 4 zum Beispiel, weil eben keine Iron Sights, also keine Iron Sights, sage ich schon, keine Visiere, mit Ausnahme bei den Snipern, dann keine Lock-On-Waffen, was ich zum Beispiel sehr gut finde, keine lächerlichen RGO-Impact-Granaten, die einen echt den Nerv rauben, und. Keine Claymores, denke ich mal. Ich glaube, die gab es zum Ersten Weltkrieg gar nicht. Ich denke mal, das wird echt eine ganz andere Hausmarke, eine ganz andere Kategorie und gerade die sich ja auf ihre Systeme verlassen, wie eben Stinger oder MBT Law, die größte Dreckserfindung in dem Spiel, ich weiß nicht, warum sie die nicht runtergepatcht haben, aus zig Kilometer Entfernung holt er dich trotzdem weg, nur weil diese scheiß Lock-On-Waffe zwar aufrecht gehalten werden muss, aber trotzdem einfach nur nervig ist. Und ja, ich denke mal, das werden viele Casual-Gamer ja, wahrscheinlich dann eher, ja gut, muss nicht sein, aber dann wieder zur Konkurrenz wechseln, weil ihnen das zu schwierig sein wird in Battlefield 1. Also ich hoffe, dass es trotz alledem erfolgreich wird. Call of Duty, wie gesagt, ist bei mir sowieso abgeschrieben. Ich finde, dass die falsche Richtung eingeschlagen haben und nur mit dem 20-Euro Geschenk, wobei 20 Euro ist ja kein Geschenk, aber mit der Zugabe von 20 Euro, dass du dann noch MW1 spielen kannst, glaube ich nicht, dass sie da das Ruder rumreißen werden. Und ich denke mal, dass Call of Duty fürs nächste Jahr sich was anderes einfallen lassen muss, also mit Sicherheit. Und bei Battlefield, ich bin mir trotzdem nicht sicher oder ich bin trotzdem gespannt darauf, was nächstes Jahr kommen wird. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass nächstes Jahr nochmal ein Battlefield rauskommt und
Naja, lassen wir uns überraschen, wir werden sehen. Dieses Jahr ist ja noch nicht einmal Battlefield 1 erschienen und bin ja gespannt. Was sagt ihr zu dem, dass die DLCs nicht mehr gespielt werden, würde mich interessieren. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr darüber denkt, warum ihr die vor allem nicht mehr spielt, würde mich interessieren. Und in diesem Sinne, ich lasse jetzt die letzten paar Minuten alleine. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Video. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ich wollte es mir eigentlich ja angewöhnen, einen Daumen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten. Haut rein und ciao. Verdächtiger eliminiert. Ich habe ein Gesichtet! Auf den verdächtigen Gesichtet gesichert! Rücke zum Einsatzgebiet vor! Keine weitere Unterstützung erforderlich! Sehr gut! Einsatzgebiet gesichert! Verdächtiger ist ausgeschaltet! Verdächtiger gesichtet. Werf eine Granate! Habe ihn erwischt. Mann am Boden! Mach das Maul auf und vergesse ich nicht! Wir haben jemand muss mir die Typen vom Hals schaffen!